Schönen Gruß, da sind wir wieder. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier der letzte Part wird. Jetzt erwartet uns ja erstmal eine kleine Cutscene, dann ein Zwischenlevel und dann, ja. Letzter Level. Los geht's. In Ordnung. Mit diesen zusätzlichen Energiezellen müsste ich es schaffen, den Hitzeschild mit genug Energie zu versorgen, um der Lava standzuhalten. Aber der Hitzeschild hat auch seine Grenzen. Er hält jetzt Temperaturen von bis zu 800 Grad stand, aber nicht mehr. Behaltet die Anzeige im Auge. Nicht auszudenken, was diese Temperaturen mit eurem Zoomer machen, wenn der Hitzeschild versagt. Ja, die Hitze. Was? Der Zoomer? Hey, was ist mit uns? Können wir nicht einen sicheren Weg zu Golds Zitadelle finden? Ganz ruhig. Ich habe noch mehr Kühlballons in das Lavarohr geschickt. Die könnt ihr benutzen, um die Temperatur zu regulieren. Und vergesst nicht, das Teleporttor im Labor des Gelben Weisen zu aktivieren. Wir zählen auf euch. Im Labor des Gelben Weisen. Okay, versuchen wir es mal. Kann sein, dass ich mehrere Anläufe brauche, weil es hier diverse Weggabelungen geben wird. Oder ich auch mal ein bisschen langsamer fahren muss. Wie gesagt, ich möchte es möglichst in einem Run schaffen. Wird jetzt nicht möglich sein, weil ich mich, wie gesagt, viel zu wenig auskenne. Allein das jetzt hier. Ich hätte vollkommen anders langfahren müssen. Aber egal, wir schaffen das schon irgendwie. Ab und zu mal springen bringt vielleicht was. Uns zumindest fern von der Lava. Ja, nee, das war's jetzt eh schon. Ey, super schlecht. Egal. Egal, wir machen einfach weiter. Scheißegal, wie viele Versuche es braucht. Ich hole mir jetzt hier 100%. Vorher gehe ich heute nicht heim. Vorher geht auch der Part nicht zu Ende. Ich will jetzt hier meine 100%. Leute. Entschuldige, dass ich gerade die Fresse halte, aber ich muss mich auch leicht konzentrieren. Ach, das waren schon alle! Okay, cool! Nein, 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 nein! Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen runterkühlen, ja. So, jetzt kann's losgehen. So, Motherfucker. Boah, ich glaube, es ist ein gewiefter, als er gedacht hat, ne? Nur eine kurze Unterbrechung. 5 fehlen mir noch. Ach du Scheiße. Okay, jetzt fehlen mir noch 4. Oh, verdammt nochmal. Oh. Ich fahre doch bestimmt immer die falsche Strecke. Ich kenne doch mein Glück. Irgendwo verpasse ich was. Ich habe bestimmt schon was verpasst. Das ist bestimmt schon passiert. Egal, dann fahre ich den Kacklevel einfach nochmal. Oh Mann, warum muss mir jetzt der Zinken jucken hier? Aha! Ja! Ja, das ist noch eine! Noch 2! Komm schon, noch eine! Wo ist sie? Oh, mein Eko ist alle. Ha, ich hab's gesehen. Oh, wie geil. Wie geil, ich hab's geschafft. Oh, super gut. Wollte schon sagen, wenn der mir jetzt auch um die Ohren fliegt, dann konnte ich auch nichts für, ey, wenn die erst ihre Animationen vollführen müssen. Bevor das gewertet wird hier. So. Ende Gelände. Geschafft. Geil, ich freu mich. Das ist cool. Das ist cool. So. Na dann, machen wir es mal an, ja. Ach ja, normal springen hey, reicht. Wo ist denn der kleine Schrumpelige? Es ist furchtbar. Vater ist verschwunden. Ghoul und Maya haben möglicherweise auch ihn entführt. Immer mit der Ruhe, Süße. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Lurker-Armeen breiten sich im ganzen Land aus. Die Weisen sind entführt worden. Ghoul und Maya haben genug Eko, um ihren fürchterlichen Plan auszuführen. Um sie aufzuhalten, werdet ihr euch durch ihre Zitadelle kämpfen müssen. Ja. Hast du schön gesagt. Ihr müsst meinen Vater retten, bevor es zu spät ist. Und Jack, sei vorsichtig.
Ja, wir sind es. Wen doch nur jede Frau so fürsorglich für ihren Mann wäre. Gut, die beiden sind nicht zusammen, aber... Ja. Wird auch langsam Zeit, dass ihr zwei hier auftaucht. Schönen guten Tag, auch. Lässt man dich jetzt die Böden hier wischen? Wir haben keine Zeit zum Scherzen, Dexter. Gol und Maya haben uns entführt, um mit unserer Energie ihre scheußliche Maschine anzutreiben. Wie es scheint, haben sie die funktionierenden Teile eines Precursor-Roboters mit den aus dem ganzen Land zusammengetragenen Artefakten verbunden, eigene teuflische Veränderungen vorgenommen und eine Kreatur erschaffen, die als einzige die dunklen Precursor-Echo-Stationen öffnen kann. Wenn du uns vier befreien kannst, können wir alle mit vereinten Kräften das Schutzschild um den Roboter zerstören, bevor sie mit ihm die ganze Welt vernichten. Na, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier rechts an. Hier wird das mit den Orbs ein bisschen schwierig. Ach, zu weit. Nee, doch nicht so weit. Okay, wir nehmen die Seite. Ich höre schon wieder eine Spähfliege irgendwo. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, hier werde ich wahrscheinlich mindestens einmal sterben. Warum kommen hier keine Plattformen? Ihr Arschgeigen! Ja. Ich hab's ja angekündigt. Mindestens einmal. Na! Heute wollen mich alle ärgern. Egal, ich hab's geschafft. Ah, die Kacke. Ja, den geben wir jetzt Saures. Ich gehe noch mal kurz nachtanken. Es wird nämlich nicht gerade wenig hier. Ah, dumm. Schön doof. Mann, ich sehe nichts. Was soll ich machen? Die Tür ist auf. Oh. Meine Fresse, ey. Was für ein Heckmeck. So. Nee, so sagt nur der, der heute noch nichts gemacht hat. So, wieso wollte ich eigentlich auf diese Plattform hier? Ich hätte bestimmt schon locker die andere nehmen können von da oben aus. Okay, das war jetzt, ja, das war eine extreme Dummheit. Was? Von hier? Och, Mann! Ihr Spackos! Das muss ich jetzt eigentlich nochmal machen, oder? Gut. Mann, ey. Ja, das... Könnte doch... Ja, das war auch eine Dummheit. Ah, bitte, nein. Oh.
Warum habe ich es auch so eilig? Scheiße, ey. Geht schon auf den Zeitflöten, den ich woanders hätte besser gebrauchen können. Mann, ey. Kacke. Nee, ich schaff das. Ich schaff das. Wie gesagt, es gibt nur noch diesen Part, dann ist Schluss. Wenn es bei dem nichts wird, na, dann krieg ich mal halt keine 100%, verdammte Kacke. Müssen wir uns alle mit auskommen. Na komm, wann sehe ich ihn immer? Dankeschön. So, jetzt einmal hier hin. Die dreht sich so und so und von da aus wahrscheinlich eine Rolle. Aber ich glaube, es geht auch ohne Rolle. Ja, es geht auch ohne. Hab ich ein Glück. So. Weise Nummer 1 gerettet. Endlich kommt ihr mich retten. Wisst ihr, wie lange ich schon hier bin? Wieso habt ihr so lange gebraucht? Und wie heißt ihr? Ich bin Dexter. Das Jack gehört zu mir. Gut gemacht, Dexter. Du bist ein wahrer Held. Ihr müsst Gold daran hindern, den Roboter zu starten. Mit meiner Eco-Kraft helfe ich euch, die Schutzschildtür zu öffnen. Oh, ich hasse diese Plattform. So, da drüben ist so eine Spähfliege, die muss ich leider mitnehmen. Was heißt leider? Also, für die muss ich halt nochmal kurz zurück. Hier kriege ich einen Neustart. Ich mache erstmal ein bisschen leiser. Nee. Beim nächsten Mal haut er sie komplett weg. Und wenn ich dann nochmal drücke. Mann, alle SMB hier. Dann kommen die neuen. Okay, das muss ich mir kurz einprägen. So, das wird ein bisschen breiter. Ja, ja. Absicht. Wirklich. Pure Absicht. Wir haben jetzt hier gerade sowieso nicht drüber gekommen. Come on. Jawoll. Och, das ist die Scheiße. Na gut. Hindernisparcours. Ja, das geht schon mal klar. So, hier hilft uns der Schatten. Warum? Oh ja, dann stirb halt nochmal. Nee, ey, diesmal wirklich mit Geduld. Ich bin so kurz vorm Ende. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Zeitdruck mache. Gibt kein Limit. Ich könnte hier auch eine Stunde stehen bleiben. Einfach nichts machen. In Ruhe essen fahren und dann zock ich weiter. Hab da halt eine Stunde nichts zu sehen, aber ja. Ich erlebe was. So. Ah! Macht mir gar keinen Schaden. Ich habe wirklich lange Zeit gedacht, du musst dich ja so dranhängen. Ah, oh, hier muss ich eine Rolle machen, okay. So. Hier muss ich jetzt ein bisschen spuken. Aber dann noch wieder nicht. Oder habe ich sie alle erwischt? Es scheint so. Ne, ist ja auch völlig boogie. Ne, ist es nicht. Ich brauche das Ding, ich brauche das am Ende. Ich brauche die Dinger. Ah, jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Komm schon. Yes. Und einmal bitte rüber. Oh, das war dumm.
Nee, was? Das war eine Klugheit. Ah, sind es viele. Dann noch mehr. So. Ein schönes Geräusch. Das wird man nur eine Klingelton. Bam! So, 2 von 4 gerettet. Obwohl der 4. mehr oder weniger auf dem Weg liegt. Naja. Gut gemacht, Jungs. Der alte Samos hatte recht mit euch. Ach du heiliges Precursor-Metall! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese heimtückische Maschine alles zerstört. Ich werde versuchen, die Schutzschildtür in Bewegung zu setzen, indem ich einen Energiestrahl zwischen mir und dem großen Portal darunter erzeuge. Ja. Mach das mal. Wir, werden noch mehr Hilfe holen. Vollkommen irre! Ja, so irre ist er jetzt auch nicht. Ich meine, er macht hier was Produktives. Haben wir alle was von. Wenn er uns hilft. Die ballern doch jetzt nur diesen Schild hier ab. Oder? Wir machen die doch nicht. Quasi Ghostbusters-mäßig. Wir kreuzen die Strahlen und sind am Ende die krassesten, ne? So kommt es mir zumindest vor. Halt. War ich hier schon mal? Nein. Oder? Hier komme ich doch anders hin. Ich hoffe es wirklich so sehr. Okay, jetzt muss ich 4 rumspringen. Vermutlich muss ich diesen Scheiß hier 2-mal machen. Weil nicht immer alle Orbs mitgezählt werden. Ja, was heißt, die Orbs werden nicht mitgezählt? Gerade an solchen Stellen hier, wo du kurz warten musst. Normalerweise würde ich jetzt einfach weiterspringen. Ganz normal, du scheiß drauf, was passiert. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. So. Oh, mein. Ja, das meine ich. Jetzt bin ich gezwungen, Dinger zu nehmen. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Ah, die gehen kreisförmig. Nicht so cool. Und schon habe ich kein Ego mehr. Ende Gelände. Scheißdreck. Das reicht nie im Leben bis darüber. Und das auch nicht. Das wird nicht reichen. Garantiert nicht. Da muss ich schon mal sehen. Oder jetzt fahre ich sogar runter. Oder? Nein, es hat gereicht! What the fuck? Das ist mir noch nie passiert. Leck mich fett, Alter. Super geil. Geil. Sorry, ich muss kurz die Nachricht angucken. Tut mir leid. Unprofessionell, ich weiß. Gedacht, dass ich mich eines Tages von einem Jungen und seiner Ratte retten lassen müsste. Diese Peinlichkeit werde ich Kohl und Maya ganz sicher heimzahlen. Danach können wir uns ja um den Ratteneintopf kümmern. Lass uns auf diese Plattformen klettern! Okay, tut mir leid, ich weiß, höchst unprofessionell, aber mein Gott, was soll ich denn machen? Das war wichtig. Das war nicht so eine, wie geht's dir Nachricht? So, jetzt aber Butter bei die Fische. Oh, komm, jetzt mehr dich aus, du schwule Plattform hier. So, gibt's doch nicht. Ich brauch noch eine Spähfliege, die da drüben rumgeistert. Leck mir die Eier. So. Zasch. Bitte irgendeine gute Zahl. Keine schlechte. Das ist eine gute Zahl. Das ist wirklich eine gute Zahl. 180. Da ist keine 9 mit drin. Keine 7. Keine Primzahl. Nein. Das ist eine schöne runde Zahl. Die macht ein gutes Gefühl. Vielleicht dachten die Spieleentwickler 2001 genauso.
Und haben sich gedacht, ja komm, lass die letzten 20 Obst da umverteilen. Ich hoffe es. Ich hab keinen Bock, dass irgendwie einer am Ende fehlt. Gut, auf die Obst kommt es, glaube ich, nicht mal an. Ich glaube, wichtig waren wirklich nur die Energiezellen, dass wir da... Oh nein, ich will nicht wieder von unten starten. Komm, Jack, das schaffst du jetzt noch, ja. Das schaffen wir. Wir sind cool. So, super cool. Entschuldige, Kamera spackt. Müssen wir so machen. Und jetzt müssen wir da hoch. Okay, das ist machbar. Ich dachte früher immer, das hier sind irgendwie Orbs, die dazwischen rumfliegen. War damals halt so ein bisschen, eine Pixel-Grafik. So. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Kommt noch eine? Nein, kommt keine mehr. Okay, dann. Zack. Hier. Alle Spähfliegen, alle 112. Doch, 112 waren es. Im Spiel gefunden. Jetzt gehen wir erst einmal links rum, weil ich glaube, wenn wir im Uhrzeigersinn herumgehen, kam irgendwann so eine Art Stopp. Genau, nämlich hier. Und wenn wir jetzt rechts rumgehen, müssten wir auf dem Weg zum Endboss schon die 100% erreicht haben. Also wenn jetzt gleich da steht, hier, alle Orbs, dann haben wir alles geschafft. Ey, mir geht gerade so krass einer ab, das glaubt ihr gar nicht. Oh, ich fühle mich vollständig. Super cool. Oh, es ist so schön. Ich kann es immer noch. Und ich habe nichts vergessen in dem Level. Super toll. Super geil. Dankeschön, Samus. Ich vereine jetzt meine grüne Ekokraft mit den anderen drei Weisen und zusammen öffnen wir die Tür des Schutzschildes, das den Precursor-Roboter umgibt. Ja, ja, für den Anfang schon ganz gut. Und wenn ihr diesen Schild geöffnet habt, was macht ihr dann mit dem Roboter? Gar nichts, Dexter. Wir müssen nur das Schutzschild offen halten. Dann liegt es an euch beiden, hier den Roboter zu zerstören. Oh, klasse! Jetzt kann ich dem Kerl helfen, der mich in eine Ratte verwandelt hat und die einzige Person vernichten, die mich zurückverwandeln kann. Rettet zuerst einmal die Welt, dann versuchen wir Gol dazu zu bringen, Dexter zu helfen. Du kommst zu spät, Samus. Sobald ich unbegrenzt dunkles Eko besitze, werde ich den Schlüssel zur Schöpfung haben. Das ist Wahnsinn! Wenn du so viel dunkles Echo freisetzt, wird alles zerstört. Alles. Sieh doch, was es aus euch gemacht hat. Es hat uns eine Art Schönheit geschenkt, die du nie verstehen würdest. Schönheit? Habt ihr beiden in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Wenn du denkst, ein haariger Winzling zu sein, wäre schlimm. Warte nur, bis wir die Eco-Stationen geöffnet haben. Und ihr zwei seid nur wegen meiner Hilfe so weit gereist. Narren, lehnt euch zurück und genießt die Neuerschaffung der Welt! Scheiße, ne? Jack, nimm den Aufzug und halte diesen Roboter auf. Okay. Bosskampfstimmung liegt in der Luft. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Mal packe. Ich habe echt ein bisschen Muffensausen, aber wir werden es erleben. Wird schon alles gut gehen. Ja, okay. Kriegen wir 15? Ja, freilich. Wir sind die Allergeilsten. Na dann. Auf geht's. Mein Gott, hoffentlich wird das was. So kurz vorm Ende, verdammt nochmal. Jetzt nimm das doch mit, du Knecht. Ich mag die Musik. Nein, das war unnötig. Das war knapp. Oh, das ist schön. Ich schieße da grünes Echo in das dunkle Echo.
Nein, das war dumm. Ich würde die gerne mal von nahen sehen. Es müssen ja nicht die dunklen Schöpfer sein. In irgendeiner Art und Weise. Nein, geh weg, geh weg. Geh. Mann! Gibt's doch nicht, ey. Das war sogar so eine einfache Welle. Schnell! Läuft ja. Naja. Es läuft. Hatte schon bessere Runden, aber es läuft. Mann! So. Weißt du, jetzt hätte ich diese fucking grüne Kugel benutzen hätte können. Diesmal war ich schneller. Ach, Mann. Ist jetzt schon letzte Runde? Ich glaube nicht. Nee, vorletzte. Die letzte ist, glaube ich, sehr, 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 sehr kurz. Alter. Tot. Scheiße. Nicht ins Licht Fuck, kommen, ey. Jack. Nicht ins Licht kommen. Mann, ey, weil ich diese Nein, die Kugel bleibt, wo sie ist. Nee, das ist alles total am Anfang schon in die Hose gegangen. Jetzt schieß ihm doch auf das Kack-Auge hier. Ich meine, der Spalt öffnet sich ja kontinuierlich weiter. Ah, das hab ich gepennt. Schnell, schnell, doch, Eco hilft immer. Eco ist cool. Das macht super Kräfte. Nee, super Kräfte ist so ein dummes Wort. Okay, ich stelle mich schon mal irgendwo hier hin. Ich sammle gleich zwei ein. Halt, nee. Die Uhrzeiger sind spawnen, oder? Naja, fast. Okay, und jetzt geht's auf die Fresse. So. Nix gehört euch. Mach da Augen zu, oder? Siehst du, was deine ist, ja. Super gut. Am Ende gehe ich aus dem Kampf mit mehr Leben raus als Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wo fehlt mir jetzt eine Cola? Ohne Scheiß, ey. Es gab doch 101. Wo hab ich gepennt? Hab ich alle. Das gibt's doch nicht. Immer. Gab's nach dem Kampf noch eine? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich möchte einfach nur. Ich möchte bitte das Spiel mit. Nein! Nein! Och nö! Egal, 100 reichen. Scheißdreck! Och Mann! Ey, im Ernst, das darf nicht wahr sein. Das. Ihr glaubt gar nicht. Oh, das war eng. Jetzt hätte ich später noch eine auf den Wanz bekommen. Ah, zwei Treffer habe ich noch drin. Scheiße. Das ist nicht sehr viel besser als letzter Versuch. Ja, Z ist ja noch. Ne? Ein Lied von Rammstein, ja? So.
Ja, das war's doch schon beinahe, ne? Ihr gebt einfach nicht auf, was? Nö, aufgeben ist für Loser. Oh. Helles Echo! Es existiert also wirklich! Sie dürfen es nicht bekommen! Helles Echo! Das könnte mich zurückverwandeln! Oder es könnte den Roboter aufhalten. Wuschelig bleiben. Oder die Welt retten. Mal nachdenken. Okay, na gut. Dann retten wir eben die Welt. Aber macht schnell, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Also, her mit dem guten Zeug. Das lassen wir uns nicht gefallen. Oh oh, wo ist es, wo ist es? Komm, hier. Super gut. Das war's. Geschafft, Ende. Der Siegestanz. Nun ja, es scheint, als hätte ich euch Jungs falsch eingeschätzt. Ihr habt doch das Zeug zu Helden. Oh, Dexter, jetzt musst du immer so bleiben. Mach dir keine Sorgen um mich, Süße. Du weißt doch, es heißt kleiner Kerl, aber groß was dahinter. Jack, du besitzt ein unglaubliches Talent, Echo zu kanalisieren. Samus, vielleicht hattest du doch recht mit dem Burschen. Und Kira, ohne deine Hilfe und deinen Einfallsreichtum wäre nichts davon möglich gewesen. Vielleicht haben wir hier einen neuen Weisen gefunden, jetzt wo Gol und Maya fort sind. Ja, Gol und Maya. Das dunkle Echo hat sie möglicherweise getötet. Möglicherweise. Ach, wen juckt's? Holt sie her, wir machen sie nochmal fertig. Oder Jack? Ich sagte, oder Jack? Wow, nimm mal eine kalte Dusche, du Held. Ja, das war jetzt noch nicht das geheime Ende. Ich glaube, das kam immer nach den Credits. Boah. Hat doch gedauert, als ich gedacht habe. Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Ach, verdammt, ich hoffe wirklich. Mann, ich habe einen so eine scheiß Energiezelle vergessen. Ich. Mann, das gibt's nicht. Ich habe die genommen, die man normalerweise vergisst. Und die genommen, die vergessen, die sonst niemand vergisst. Ist doch scheiße. Egal, ja, wir spulen ja gleich vor. Das geht ja zum Glück in dem Spiel. In den anderen weiß ich es nicht. Ja, also ich verabschiede mich theoretisch schon mal. Ich meine, was habe ich jetzt noch zu sagen? Was wird nach Jack and Dexter The Precursor Legacy kommen? Keine Ahnung, vielleicht. Jack 2, Renegade, vielleicht. Spyro, vielleicht. Crash Bandicoot. Vielleicht was komplett anderes, was ich seit schon mehreren Monaten eigentlich let's playen möchte. Einfach damit ich wirklich mal eine Art Antrieb habe, es zu spielen, denn ich habe es bis jetzt, ich glaube, zur Hälfte durchgespielt. Und eigentlich macht's Bock, aber es ist, irgendwas hält mich da auf und ich glaube, wenn ich es let's playe, habe ich endlich mal den Drang, das zu Ende zu bringen. Weiß, man kennt das aus der Schule. Die sagen immer, hör auf zu kippeln! Dann sag ich immer, ja, ist aber gut für den Rücken. Und die ist mir egal, hör auf zu kippeln, ich bin der Lehrer. Ja. Ey, was soll's, ey, lass mich doch in Ruhe. Dafür ist der Stuhl gemacht, der kippt ja nicht um. Der ist schön elastisch, da kannst du dich so schön reinkuscheln. Ach, scheißegal, okay, ich meld mich ab, mach's gut, tschüss, ciao, auf Wiedersehen, ja. Nee, ich scroll jetzt schon noch mit runter. Mal ganz im Ernst, ich will sehen, wie es zu Ende geht. Ob ich das 100% bekomme oder nicht. Ich will schon das wahre Ende sehen. Tut mir leid für alle, die ich jetzt hier
Jim McCabe, Phil Green, Paul French, John Hale, Ian McGavoy, Vincent Zer, Tester und Canlife und wie sie alle heißen und bleh. Egal. Heilige Jakau, was ist das denn? Wow, das ist eine alte Prekursertür. Es scheint, als ließe sie sich öffnen, wenn wir alle 100 Löcher mit Energiezellen füllen. Wir sind Helden, wisst ihr noch? Wir haben 100 Energiezellen. Scheinbar hat es doch gereicht. Und ja, man kommt sich immer krass vor, wenn das passiert. Wow! Was ist das? Oh, es ist wunderschön. Bei allen Prekursern. Ja. Wir kriegen es nicht zu sehen. Ende. Aber naja, macht doch nichts raus. Wir sehen das Ding noch später. Freut euch auf eine Fortsetzung. Von meiner Seite macht's gut. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.